Ich bin Mats und bin jetzt aus Deutschland runtergekommen. Also am Samstag bin ich hierher gekommen als Volontär und ich helfe einfach nur die Flüchtlinge mit Essen und Wasser zu versorgen und denen Informationen zu geben, wo sie sich befinden, wo sie hinkommen, wo sie Hilfe suchen können in Deutschland oder in Europa. Also wir sind eigentlich in einer Gruppe, das sind nur Volontäre, aber so im Schnitt sind wir hier 10, 12 Leute und müssen uns abwechseln, weil wir Tag und Nacht durcharbeiten. Also hier kommen Züge nachts und tagsüber an. Also wir hatten anfangs, glaube ich, 6 Züge am Tag, vielleicht 7, jetzt sind es schon 10. Und es sind immer gleich, also es werden aber nicht weniger Leute in den Zügen. Es sind von 600 bis 1500 Leute. Und wir leben nur von Spenden, von Privatpersonen. Und Migration Aid hilft auch noch. Und ansonsten, ja, das Rote Kreuz Ungarn ist auch noch hier, weigert sich aber mit uns zusammenzuarbeiten. Wir hatten zwischendurch Rote Kreuzhelfer, das waren ursprünglich Engländer. Die haben sich gut mit uns verstanden und die haben kaum Kontakt zur Polizei oder zum Militär gehabt und auch keine Instruktionen von uns bekommen. Und die haben dann mit uns zusammengearbeitet. Also wir haben zusammen Care-Pakete geschnürt, wir haben zusammen Wasser runtergetragen und alles, was wir hatten, alle Supplies auf einen Haufen gemacht. Dann am nächsten Tag kam ein neues Team aus Ungarn und die haben dann angefangen zu sagen, wo ist unser Wasser? Und wir mussten das Wasser aufteilen und die haben sich dann ihre eigenen Care-Pakete gemacht und dann haben wir die Abmachung gemacht, dass die ersten 4 Waggons versorgen und wir die restlichen komplett alleine. Es mangelt halt immer an Essen, ganz einfache Sachen, so Käse und Brot, zwischendurch Wasser, das brauchen wir halt immer. Letzte Nacht war zum ersten Mal, dass wir wirklich gar nichts mehr da hatten und dann haben wir noch ein paar Missinformationen von der Polizei bekommen, wir konnten einen Zug nicht versorgen, wir hatten nur, weiß nicht, 4 Tüten, wo dann vielleicht 50 Care-Pakete drin waren. Aber ja, also Migration Aid zum Beispiel kommt jetzt hier runter von oder hier hoch und hilft uns hier, speziell weil jetzt mehr Züge hierher kommen sollen und bei denen kann man spenden. Also man kann sich an die Konvois halten, es sind mehrere SOS-Konvois und die fahren hier manchmal runter. Ansonsten sind es halt viele Privatpersonen, die irgendwie dann über Refugee Maps zum Beispiel die Webseite rausfinden, wo Hilfe gebraucht wird und weil wir da updaten, wissen die, dass wir Leute für Schichten brauchen und dass wir Supplies brauchen. Einfach. Hier wenig, nee, eigentlich gar nicht. Also die meisten Leute, die hier helfen, kommen aus Budapest. Wir sind auch relativ wenig Ungarn. Es sind viele internationale Helfer. Die bleiben immer für ein paar Tage. Oft haben die das Auto voll mit Brot und Wasser gepackt, helfen ein bisschen mit hier und fahren dann wieder. Aber über die Kontakte kriegt man auch wieder neue Helfer, weil die sich auch natürlich untereinander vernetzen und Geld sammeln. Also wirklich was dagegen sagen, weiß ich nicht, aber ich habe, weil ich hier auf Facebook unterwegs bin, um zu vernetzen und zu sehen, wo Hilfe gebraucht wird und wo nicht, habe ich eine Gruppe gefunden, die heißt, also grob übersetzt, Heya Sakani oder sowas und die Kommentarspalten sind schon sehr aussagekräftig. Also willkommen sind die auf jeden Fall nicht. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Also hier ist irgendeine komische Geheimpolizei auf jeden Fall, die immer so ein bisschen Fotos macht. Ich wurde einmal abgeschirmt, als die 2 Journalisten festgenommen haben, was ich aufnehmen wollte. Und heute habe ich ihn gesehen mit einem T-Shirt mit Nazi-Insignien. Also ich weiß nicht, das ist so ein ganz shady Typ. Ansonsten ist die, also positiv mischt sich.